Das war Intro und erster A-Teil von einem Begleitarrangement der Akkordfolge von Georgia on My Mind, ein ganz berühmter Blues-Klassiker, Rhythm-Blues-Klassiker, bekannt geworden von Ray Charles. Und wir haben uns hier im Workshop inspirieren lassen von einer Version von Mr. Peter Frampton. Da habe ich, was ihr eben gehört habt, das Klavierintro mal transkribiert und für Gitarre eingerichtet und eben die Akkordfolge relativ nah an seiner Version arrangiert. Es gibt eine Menge Akkorde zu entdecken, eine coole Spielweise für solche souligen, bluesigen und manchmal auch jazzigen Balladen und natürlich jede Menge Akkord-Voicings. In dem Workshop wird das Takt für Takt ganz langsam erklärt, sodass man auch als Nicht-Jazz-Gitarrist eine Chance hat, ganz gut mitzukommen. Und wie das dann im Zusammenhang klingt, könnt ihr jetzt nochmal hören. Den Jam-Track zum Mitspielen gibt es natürlich in dieser Ausgabe zum Download. Ich hoffe, wir sehen uns beim Classic Song im Acoustic Player 4 2020. Bis dahin.